Wirklich los. Yeah, so sorry about that. Entschuldigung, ja, Beamer ist immer so eine Sache oder Projektoren. Ich mag sie nicht, sie mögen mich nicht. Das hier wird tatsächlich die einzige Folie, die ich heute zeigen werde, denn ich denke, dass das in einem Terminal zu demonstrieren doch etwas interessanter ist, als einfach alles auf Folien zu zeigen und müssen eventuell ein bisschen improvisieren. Was ich heute vorstelle, sind meine zwei Favoritenthemen, FreeBSD und D-Trace, aber wir sind etwas zeitlich constrained, das heißt, wir schauen uns mehr D-Trace an als BSD an. Ich hatte ursprünglich ein bisschen mehr BSD geplant, das kommt jetzt nicht vor. Das passt dann auch etwas besser in den Resilience-Track. Bevor wir anfangen, wer hier im Saal benutzt tatsächlich D-Trace? Ah, mehr, als ich mir gedacht habe, aber ich würde natürlich gerne noch mehr sehen und ich hoffe, dass ihr nach dem Talk tatsächlich euch damit noch weiter beschäftigen möchtet. Also, für diejenigen von euch, die D-Trace noch nicht kennen, lass ich mal eine kurze Zusammenfassung geben. Es ist Open Source, kommt aus den Open Solaris Welt oder aus der Solaris Welt und es wird weiterentwickelt auf Illumos, was ein Fork von Solaris ist. Läuft auf FreeBSD, NetBSD, OS X. Es gibt auch einen Port für Linux, der D-Trace for Linux heißt. Es wurde auch nach QNX portiert und die OpenBSD-Leute arbeiten gerade auch daran, eine Technologie ähnlich wie D-Trace bei sich zu implementieren. Ich habe gehört, es gibt auch einen Port für Windows. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich wahr ist, aber es klingt irgendwie cool und das heißt, es ist quasi überall. Die meisten von euch kennen vermutlich statische Tools wie S-Trace unter Linux oder Truss unter FreeBSD. Und was die machen, ist, dass man sie an einen Prozess attached und dann vom System die System Calls sieht, die dieser Prozess ausführt. Und das heißt, wir können von außen in das Programm reinschauen und herausfinden, was das Programm tut. Also von außen vor allem. Es ist gleichzeitig auch relativ limitiert. Einmal, weil es den Prozess, den wir gerade betrachten wollen, ausbremst. Und das heißt, dass Debugging auf einmal ein Performance-Problem wird. Und wir können immer nur auf einen Prozess schauen, aber vielleicht wollen wir vielleicht nicht nur einen Prozess anschauen, sondern das ganze System. Wir haben vielleicht, wir haben in den Systemen eben viele Layer, die alle miteinander arbeiten, das virtuelle Dateisystem, Netzwerk, Datenbanken und so weiter und die alle irgendwie kommunizieren oder wenn wir eine höherleveligere Programmiersprache haben mit einer Runtime, dann ist das vielleicht auch alles nicht mehr so klar. Und das heißt, wenn irgendwas in so einem System schief geht, das mit so einer hohen Komplexität arbeitet, dann passiert etwas, das wir das Blame Game nennen. Das Grundkonzept ist, dass es niemals die eigene Schuld ist, sondern immer die von jemand anderem. Und was wir machen möchten, ist, auf das ganze System zu schauen und die Daten zu korrelieren, die da drin anfallen, um tatsächlich Antworten zu finden auf den Grund, weshalb Sachen schiefgehen. Das heißt, wir möchten unsere Prozesse aber auch gleichzeitig nicht austauschen und stattdessen Debug-Builds von denen benutzen, sondern wir möchten in Production debuggen. Also das heißt im Produktionssystem. Also, um das relativ arbiträr und ohne vorherige Konfiguration zu machen, brauchen wir eine Art Programmiersprache. Wir müssen irgendwie beschreiben, wenn das passiert, dann emittiere diese Daten irgendwo hin, damit wir sehen können, was passiert. Und das impliziert tatsächlich irgendeine Art Programmiersprache. Und D-Trace kommt mit so einer Art Programmiersprache. Es ist so ein bisschen ein Mix aus Org und C. Es ist eigentlich relativ einfach zu lernen, kann es innerhalb von 20 Minuten lernen und man kann dann schnelle Erfolgserlebnisse haben. Wenn man schon Org kennt, ihr kennt das mit Sicherheit, also man kann das benutzen, um große Mengen an Text zu analysieren. Und D-Trace macht im Prinzip dasselbe wie nur für Systemverhalten. Und zusätzlich möchten wir das System nicht ausbremsen. Das heißt, wir möchten tatsächlich auch Performance-Tests machen und das geht mit D-Trace. Ich habe diese Demo hier vorbereitet.
Ich hoffe, man kann das lesen. Wir hatten hier ein paar Schwierigkeiten mit dem Beamer. Wir schauen mal auf einen ganz naive Art. Kleinen Moment. Very naive way to authenticate a user. Sehr einfache Art, einen Benutzer anzumelden. Wir nehmen einen Benutzernamen und vergleichen ihn mit einem Geheimnis. Das Geheimnis hier steht als Klartext da. Das ist ein bisschen künstlich, aber es geht hier darum, das zu demonstrieren. Diese Check-Funktion ist korrekt. Wir nehmen zwei Strings, vergleichen sie miteinander. Und wenn wir uns jetzt angucken, wie der Stringvergleich tatsächlich funktioniert, er nimmt die beiden Strings und vergleicht jedes Zeichen der beiden Strings miteinander. Sobald er ein paar Zeichen findet, die nicht übereinstimmen, wissen wir, dass die Strings nicht gleich sind. Wenn diese Funktion sehr schnell läuft, nur eine ganz kurze Ausführungszeit hat, dann, und wenn wir das Passwort besser raten, dann wird die Funktion länger laufen, weil sie mehr Zeichen als gleich gefunden hat. Und wenn wir die Zeit messen können, dann können wir versuchen, damit das Passwort auszuprobieren und vollständig zu raten. Ich habe also hier ein Programm, das über das Alphabet iteriert und wir benutzen D-Trace, um die Timing-Informationen vom Stringvergleich zu finden. So, das Programm läuft jetzt im Hintergrund. Ich kann gerade nicht sehen, was ich da tippe, aber ich kann euch die ganzen Programme hinterher auf meinem GitHub-Account nachgucken. So, hier sehen wir jetzt die Verteilung der Laufzeit des Vergleichs und wir sehen, dass jedes versuchte Zeichen einen leicht unterschiedlichen Laufzeit hat. So für diese Zeichen sehen wir, da läuft der Stringvergleich ein paar Nanosekunden länger. Das ist die Zeitskala, auf der wir hier operieren. Enter a letter. And now, so, und jetzt probieren wir das aus. Leider ist die Ausgabe hier ein bisschen abgeschnitten. Wir würden jetzt eigentlich sehen, wie sich die Distribution der Messwerte ganz dramatisch ändert. Und wir können hier noch ein bisschen weiterspielen. Wir testen ein bisschen länger und jedes Mal fügen wir einen Buchstaben hinzu, suchen, wo tatsächlich die Laufzeit sich verlängert. Und so können wir jetzt Schritt für Schritt, so können wir dann innerhalb weniger Sekunden jeweils den nächsten Buchstaben erraten und damit das ganze Passwort herausfinden. Jetzt von diesem Beispiel etwas generalisierbar. Also bei Kryptographie zum Beispiel, wo wir Timing-Seitenkanäle haben können, dadurch, dass Operationen unterschiedlich lange dauern. Und ich könnte zum Beispiel auch D-Trace benutzen, um ein tatsächliches Binary zu analysieren. Und das ist die wichtige Beobachtung hier. Ich musste keinen Debug-Code in das Binary einschleusen, um es zu debuggen, sondern ich habe hier das Production-Binary, also das Production-Programm, das ich observieren kann mit D-Trace. Einige von diesen Timing-Seitenkanälen können zum Beispiel durch eine Compiler-Optimierung eingefügt worden sein. Und das heißt, wenn wir jetzt Debug-Code da einfügen und auf Debug-Level vielleicht kompilieren, dann könnten diese Timing-Seitenkanäle weggehen und das Problem tritt gar nicht auf. Das heißt, das ist eben ein ziemlich guter Grund, warum man in Production debuggen möchte. So, ich zeige euch jetzt hier ein Skript, also ein D-Trace-Skript,
gibt. Und da sind drei interessante Dinge drin. Und keine Sorge, es ist jetzt etwas mehr, ist jetzt etwas komplizierter, aber ich möchte euch vor allem erstmal inspirieren, was ihr eigentlich so alles mit DTrace machen könnt. Ihr könnt tatsächlich mit ziemlich verrückten Ideen aufkommen, was man da so machen kann. Und ich zeige euch jetzt erstmal ein paar einfachere. Also, es gibt drei interessante Teile hier drin. Es gibt zuerst eine sogenannte Probe. Ist das ja ein Punkt, an dem wir das System instrumentieren möchten. Das heißt, jedes Mal, wenn ein bestimmtes Event auftritt, dann wird diese Probe auslösen, feiern und wir haben dann eben diese Möglichkeit, dort Daten zu sammeln. Der zweite interessante Teil ist dieser Abschnitt hier, diese Bedingung, und die beschreibt, was diese Probe ausführen soll oder was ausgeführt werden soll, wenn diese Probe auslöst. Und diese Probe hier ist jetzt etwas interessanter. Erzählt uns letztendlich etwas, wie so eine, oder man sieht daran, wie eine Struktur aussieht. Jede Probe wird eindeutig identifiziert durch einen Viertupel, also vier Komponenten, die eine Probe eindeutig identifizieren. Und der erste Teil von diesem Tupel ist der sogenannte Provider, das erzähle ich gleich. Der zweite ist das Modul, der dritte ist die Funktion und der vierte ist der Name der Probe. Und diese vier Stückchen Daten oder Namen zusammen identifizieren eine Probe eindeutig. Also, das Dritte, was es dann noch gibt, also ich komme gleich nochmal darauf zurück, aber das Dritte, was es jetzt noch gibt, ist, worüber ich leider heute keine Zeit habe, mich zu unterhalten, ist eine sogenannte Aggregation. Und diese Zeile, diese einzelne Zeile ist dafür verantwortlich, diese ganzen Daten zu akkumulieren und diese Distribution, die ihr hier auf der rechten Seite seht, zu generieren. Und das ist alles in DTrace eingebaut. Ihr müsst es nicht selber schreiben, den Code dafür. Und dieses Skript ist gerade mal 42 Zeilen Code und es hat mich gerade mal 5 Minuten gekostet, diesen ersten Prototypen zu entwickeln. Das heißt, man muss nicht viel daran investieren, um relativ viel Informationen zu extrahieren. Und das heißt, wenn ihr tatsächlich DTrace benutzt, dann werdet ihr gerade das hier, also diese Distributionen benutzen, werdet ihr sehr häufig benutzen. Also, schauen wir uns zunächst mal Provider an. So, das wird dann wahrscheinlich auch etwas abgeschnitten sein. Das heißt, ich werde jetzt einen kleinen Trick anwenden und den Buffer doublen, damit man das oben sieht. So, und jetzt wenn wir uns hier diese Provider anschauen, mit Make Providers, ich habe 27 Provider. Die Anzahl an Providern variiert je nach Betriebssystem, auch unterschiedliche Provider je nach Betriebssystem. Und es kann aber auch noch andere Provider geben, die dynamisch erstellt werden können. Und das heißt, ich habe diese 27 Provider und wir schauen jetzt sehr speziell den Syscall Provider an. Und jeder Provider weiß im Kern, wer einen bestimmten Teil vom System instrumentieren soll. Das heißt, der Syscall-Provider weiß, wer die Syscall-Table instrumentieren soll. Das ist relativ wenig überraschend. Das heißt, wir können uns den Syscall-Provider anschauen und da können wir jetzt hier sehen, alle Systemaufruf-Eintritte und Returns von allen Systemaufrufen, die FreeBSD bereitstellt. Das heißt, der Provider Syscall, FreeBSD das Modul und so weiter. Und das sind die alle System Calls, die ich in meinem System habe. Und der andere Provider, den wir uns anschauen wollen, ist der FPT Provider. Und das ist der sogenannte Function Boundary Tracer. Und der erlaubt uns, jede einzelne Funktion im Kernel zu tracen. Das heißt, wir können jede einzelne Funktion im Kernel instrumentieren. Und wir schauen uns jetzt quasi jede einzelne Funktion an im Kernel, die aufgerufen wird. Und um das zu illustrieren, habe ich jetzt ein sehr einfaches DTrace-Skript geschrieben, das ihr jetzt rechts oben sehen könnt. Und das ist wahrscheinlich eines der ersten DTrace-Skripte, die ihr jemals schreiben werdet. Und es ist ziemlich einfach, also schauen wir uns mal an. Das heißt, ich werde den mmap-System-Call instrumentieren, für die, die es nicht wissen. Der mmap-System-Call mappt eine Datei in den Adressraum eines Programms. Also, relativ, zwar jetzt eine sehr einfache Erklärung, aber das ist das, was wir machen wollen. So, und das heißt, wenn wir den mmap-Call aufrufen, also einen syscall betreten, dann werden wir die Variable follow auf 1 setzen. Und was dieses self bedeutet, ist letztendlich eine thread-lokale Variable.
Und das heißt, wir assoziieren jetzt eben diese Variable Follow mit dem Thread, den wir instrumentieren möchten. Dann machen wir jetzt etwas, das etwas gruselig aussieht, aber wir werden jetzt tatsächlich den ganzen Kernel instrumentieren. Jeden einzelnen Funktionsaufruf und Austritt werden wir hier instrumentieren. Hier seht ihr dann ein sogenanntes Prädikat, das ist quasi der Teil, der so ist wie org. Und das heißt, wir matchen hier auf dieses Prädikat und nur wenn dieses Prädikat auf wahr evaluiert, dann wird die Clause darunter ausgeführt. Und das ist tatsächlich einfach nur eine leere Clause. Wir möchten einfach nur wissen, dass wir dahin gekommen sind. Wenn wir dann aus dem MMAP System Call rauskommen und das Prädikat wieder gesetzt ist, dann setzen wir die Variable Follow auf 0. Und wie jede uninitialisierte Variable in DTrace, das ist quasi das LWD-Allokieren davon, also zerstören, und dann beenden wir das DTrace-Skip. Das lassen wir jetzt mal laufen. Und boom. So, das heißt, ihr habt eine kleine Pause gesehen. Das war, wenn DTrace den Kernel revertiert hat, zurückgerollt hat, was es gemacht hat vorher. Und jetzt können wir hier sehen, was im MMAP System Call passiert. Und das ist jetzt etwas schwierig in VI zu sehen. Und jetzt habe ich hier mit einem weiteren Flag eine etwas schönere Visualisierung erzeugt. Und ihr sagt jetzt, das klingt irgendwie ziemlich gefährlich, dass du da einfach beliebigen Code in den Kernel injizieren kannst. Aber ich zeige euch etwas, das ich tatsächlich interessant finde. Ich gehe jetzt nicht so sehr in die Tiefe. Aber das hier ist Bytecode. Und das heißt, jedes DTrace-Skip wird zuerst in Bytecode kompiliert und dieser Bytecode wird dann in den Kernel gesendet. Und im Kernel existiert eine kleine virtuelle Maschine, die diesen Bytecode interpretiert. Und das heißt, wenn ihr ein Skript schreibt, das bösartig ist, an den Kernel angreifen möchte, also zu viel Speicher allokiert oder zu lange braucht, dann kann die virtuelle Maschine das einfach anhalten und die ganzen Änderungen, die gemacht wurden, wieder rückgängig machen. Und das ist tatsächlich gar keine neue Idee. Wenn ihr zum Beispiel mal TCP-Dump benutzt habt, dann habt ihr das schon mal gesehen. Ja, TCP-Dump, BPF haben auch diesen Bytecode oder einen anderen Bytecode. Es ist keine neue Idee. Alles, was ich euch bis hierher gezeigt habe, bezieht sich auf Funktionsaufrufe. Das ist nicht besonders spannend. Wir gucken uns mal an, wie wir viel mehr interessante Informationen aufzeichnen können. Lass uns mal auf den tatsächlichen Kernel gucken. Ich musste meinen Rechner rebooten, deswegen ist mein Setup ein bisschen kaputt. Hier ist die Funktion vmfault. Ich benutze hier FreeBSD Current, Version 12. Diese Funktion, wir haben uns eben MMAP angeguckt und MMAP erlaubt es einem, eine Datei in den Speicher reinzumappen, nicht zu laden, sondern zu mappen. Und wie das technisch funktioniert, ist über diese Funktion, sobald unser Prozess auf Speicher zugreift, der nicht schon als RAM hinterlegt ist, tritt ein sogenannter Page Fault auf und diese Funktion wird aufgerufen. Lass uns auf die Argumente dieser Funktion schauen. Das ist die Adresse. Das ist der Typ des Page Faults und ein paar Flags. So, was ist das? Was ist das für ein Typ des ersten Arguments? Es ist ein Pointer und eine große Struktur. Und wir möchten gern uns diese Struktur angucken. Ich sollte das hier machen. Lass uns auf dieses Skript vmfault schauen. So, this is, don't pay too much attention to this code. This is basically, ignoriert mal diesen Code am Anfang, damit es lesbarer wird. Und hier geht's wirklich los. Was ich hier mache, ich instrumentiere die vmfault-Funktion.
wann immer die aufgerufen wird, also wir in die Funktion einsteigen, geben wir die folgenden Daten aus, nämlich dass der Prozess, also der Name des Executables, die PID und die Argumente dieses Prozesses. Nichts Besonderes, erstmal einfach ein paar Daten ausgegeben. So, und was wir jetzt hier machen, wir geben das ARGS-Array aus. Und das Besondere an diesem Argument ist, dass es tatsächlich Typinformationen enthält. So, wir lassen das einfach mal laufen. So, jetzt sehen wir hier eine Datenstruktur im Kernel. Und dtrace erlaubt es uns, da reinzuschauen. Und es ist sehr leistungsfähig, weil wir hier die einzelnen Felder dieser Struktur sehen. Ich kann auf jede dieser Elemente zugreifen, auf wie ich auf ganz normale Variablen noch zugreifen kann. Und dazu gibt es etwas, was sich CTF nennt, nicht Capture the Flag. Und es gibt einen kleinen Abschnitt im Kernel Binary, wo diese ganze Typinformation im Kernel untergebracht ist. Und dtrace benutzt diese Informationen, die im Kernel hinterlegt sind, um diese Typen tatsächlich analysieren und anzeigen zu können. Und warum möchte ich das überhaupt machen? Warum möchte ich in den Kernel reinschauen? Erinnert sich noch jemand an Dirty Cow? Das war eine sehr unangenehmes Problem im Linux-Kernel. Und darüber konnte man als normaler Benutzer in Dateien schreiben, die einem gar nicht gehört haben. Sehr, sehr unangenehm. Das sind sehr komplizierte Sachen. Ich will hier gar nicht auf den Linux-Leuten rumreiten. Und in 2005 ist es zum ersten Mal aufgetreten und dann kam es in 2015 und dann nochmal in 2017, weil der Code wirklich sehr schwer ist, Kernel-Code richtig zu schreiben. Und das war sozusagen die Vulnerability des Jahrzehnts. Wenn man kein Tool wie dtrace hat, dann kann es sehr, sehr schwer sein, rauszufinden, was da wirklich los ist. Some people are developing exploits for systems that have dtrace. They say, oh, I really like developing exploits. Ich habe gehört, manche Leute entwickeln Exploits speziell für Systeme, die dtrace haben, weil ich damit so tolle Möglichkeiten habe, da reinzuschauen. Und das ist cool. Ein Exploit ist ein Proof of Concept, die Möglichkeit zu demonstrieren, da läuft das falsch. Und ich hatte Situationen, in denen Leute mir gesagt haben, das ist gar nicht unser Problem, das ist gar nicht das Problem in unserer Software, das ist das Betriebssystem. Und dann habe ich ein bisschen dtrace-Skripte geschrieben und konnte ihnen zeigen, wo das Problem wirklich steckt. Also alles, was ich bis jetzt gezeigt habe, war ja ziemlich an Funktionsaufrufe gebunden. Wir möchten vielleicht aber manchmal auch ein bisschen mehr Semantik haben. Also wir möchten nicht vielleicht immer nur ein Skript haben, das eine Funktion instrumentiert, sondern vielleicht ein Protokoll, also TCP oder sowas. Und wir wollen jetzt gar nicht wissen, welche Funktion im Kernel für das Handling von TCP zuständig ist, sondern wir möchten da höhere Semantik haben. Und deswegen gibt es etwas, das sogenannte statische Provider sind. Und das habe ich hier mit dem Apropos-Kommando mal gezeigt. Jeder statische Provider hat eine Manpage. Das ist relativ gut, ne? Documentation und so. Und das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel in I.O. interessiert ist, dann kann man einfach sich die Manpage dazu angucken, auch IP, IPv6, TCP, den Scheduler. Also man kann sich das Scheduling-Verhalten anschauen im System. Was macht denn mein Scheduler gerade? Man kann sich jetzt hier zeigen lassen, welche verschiedenen Funktionen oder Namen, also welche Probes es gibt.
Also man kann zum Beispiel die Priorität sich hier anschauen. Und ja, zumindest ich finde das ziemlich interessant. Und es ist tatsächlich auch einfach nützlich in Situationen, wo ich mich frage, warum wird das jetzt gerade gescheduled? Warum wird das nicht gescheduled? Was geht eigentlich gerade ab? Ich habe jetzt nicht mehr besonders viel Zeit. Ich möchte euch eigentlich nur noch was zeigen. Das ist jetzt alles Kernel-Zeug. Kann man das auch im User Space machen? Natürlich. Es gab einen Provider, der noch nicht angezeigt wurde, als ich meine Providerliste gezeigt habe, als ich diese Timing-Attacke demonstriert habe, und das ist der sogenannte PID-Provider. Und der PID-Provider generiert Probes dynamisch. Das heißt, Prozesse haben vielleicht sehr viele Probes und das möchten wir eben lieber dynamisch handeln. Und das heißt, ich habe jetzt hier ein sehr kleines Programm, einfach nur mit Exit-Code 0 und dieses $Target, das wir hier stehen haben, wird dann ersetzt durch den Prozess, den wir gestartet haben. Und das ist alles, was passiert, wenn wir den Prozess, also dieses Programm starten. Und ihr seht tatsächlich, dass es deutlich feingranularer ist als der Function Boundary Tracing Provider. Das heißt, diese Nummern, die ihr hier seht, sind tatsächlich die Instruktionsoffsets innerhalb der Funktion. Wir können uns jetzt auch Libraries anschauen, zum Beispiel libc hier. Und es passiert tatsächlich ziemlich viel in libc, wenn wir einfach nur das Programm true ausführen. Und vielleicht noch eine letzte Sache, die ich euch zeigen kann. Ich nutze relativ viel Haskell und die macOS-Leute haben auch dtrace und sie haben Unterstützung für den Glasgow Haskell-Compiler in dtrace, also Entschuldigung, der Glorious Haskell Compiler. Und sie haben tatsächlich auch Probes, um zu instrumentieren, was eigentlich in der Laufzeit passiert. Und ich möchte das unter FreeBSD auch haben. Und das heißt, nachdem ich ungefähr eine Woche mit Makefiles und Linkern gekämpft habe, funktioniert das tatsächlich. Das heißt, wenn man seit neuestem wenn man den Headbranch vom GRC-Provider auscheckt, dann bekommt man tatsächlich Probes für die Haskell-Runtime. Das ist jetzt ein ziemlich langweiliges Programm. Das startet einfach nur ein paar Ping-Kommandos. Und was ich jetzt tatsächlich tun kann, ist folgendes dtrace-Kommando ausführen. Ich kann auch Wildcards benutzen, wie ihr hier seht. So, lassen wir hier anzeigen, was innerhalb von GHC passiert. Zum Beispiel Garbage Collection. Und das heißt, ich kann nützliche dtrace-Scripts schreiben, die tatsächlich auch mein Runtime-System instrumentieren. Das gibt es auch für Python, bin ich mir aber nicht so ganz sicher, weil ich es nicht benutze. Für Node.js gibt es auch. Postgres hat auch eigene Provider. Und was ich auch interessant finde, Firefox. Wenn ihr JavaScript in eurem Firefox ausführt, dann hat es einen dtrace-Provider. Das heißt, ihr könnt JavaScript, das in eurem Browser läuft, mit dtrace instrumentieren. Und das heißt, vielleicht wisst ihr es gar nicht, aber vielleicht nutzt ihr das schon oder könntet es benutzen in eurer Anwendung. Ich muss jetzt leider aufhören, weil wir ansonsten keine Zeit mehr für Fragen haben und ihr habt bestimmt welche. Danke für eure Aufmerksamkeit. Danke. Wir sind tatsächlich schon über der Zeit, aber wir haben noch 2 Minuten, weil wir 3 Minuten zu spät angefangen haben. Das heißt, wenn es tatsächlich irgendwelche Fragen gibt, die ihr jetzt ganz schnell Fragen stellt, dann lassen wir uns die Fragen mal anhören. Welche Änderungen müssen im Kernel gemacht werden, damit man dtrace benutzen kann? Das macht man nicht unbedingt an einem Wochenende. Also die Person, die damit angefangen hat in FreeBSD, ist leider mittlerweile verstorben. Aber es hat sie tatsächlich einige Jahre gebraucht, bis alles fertig war, bis man es benutzen kann. Man braucht zum Beispiel dieses CTF-Zeug, also die Typinformation. Und da ist es auch das, wo OpenBSD gerade dran arbeitet.
Und ja, man muss es dann halt auch für so Geschichten wie Kernel-Module unterstützen und das macht alles dann etwas komplizierter. Aber es ist tatsächlich schon sehr weit portiert worden, wie ich am Anfang gesagt habe, die schon die weite Verbreitung haben. Das heißt, ja, man kann es tatsächlich benutzen. Es gibt jetzt keine weiteren Fragen im Raum. Ihr könnt mit Reiko auch außerhalb vom Raum reden weiter.